Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Regio TV. Am 16. und 17. Oktober findet in der Münsterlandhalle die 5. Jobmesse statt. Neben mir steht Herr Martin Vorwerk von der Firma Friedrich Haug Messe und Ausstellung. Herr Vorwerk, wer sollte diese Messe unbedingt besuchen? Also diese Jobmesse ist eigentlich für alle Schulabgänger und auch die, die erst im nächsten Jahr dann die Schule verlassen, die sich informieren können über Ausbildungsplätze. Mhm. Aber nichtsdestotrotz können sich auch alle Arbeitslosen, Arbeitssuchenden, Leute, die sich verändern möchten im Beruf, dort sich Informationen holen. Es werden auch sehr viele normale Arbeitsplätze angeboten, Jobs angeboten und aber auch eben halt zahlreiche Ausbildungsplätze. Es ist für jeden etwas dabei. Mhm. Wie sieht das Programm an diesen zwei Tagen aus? Gibt es Vorträge, gibt es Workshops? Es wird einmal natürlich am Anfang die offizielle Eröffnung geben mit der Landesministerin Frau Heiligenstadt, die die Schirmherrschaft übernommen hat. Und danach findet ein Azubi-Speed-Dating statt. Dort beteiligen sich, wenn ich es genau weiß, 16 Firmen, wo also die Schüler dann die Möglichkeit haben, ganz in kurzen Gesprächen von 5 Minuten einmal sich selber der Firma vorzustellen, aber auch die Firma näher kennenzulernen. Und das findet am Freitag statt und am Samstag gibt es dann noch mehrere Vorträge. Mhm. Hört sich interessant an. Ja, wer sind denn die Organisatoren dieser Messe? Einmal natürlich wir als Messeveranstalter. Wir haben aber Partner im Boot. Das sind die Agentur für Arbeit, die Handwerkskammer, die Kreishandwerkerschaft, die Industrie- und Handelskammer und die Wirtschaftsförderung der beiden Landkreise Kloppenburg und Vechta und die jeweiligen Jobcenter. Mhm. Und aus welchen Bereichen sind die Aussteller vertreten? Die Aussteller kommen aus allen Bereichen der Wirtschaft. Das geht los aus dem Einzelhandel, aus dem Handwerk, Dienstleister, Industrie. Es sind wirklich, ja, man kann sagen, es ist das Hohe Zuhe im Oldenburger Münsterland. Mhm. Ja, dann findet diese Messe dieses Jahr in der Münsterlandhalle in Kloppenburg statt. Letztes Jahr fand sie ja auf dem Stoppelmarktsgelände in Vechta statt. Warum gibt es immer diesen Wechsel? Den Wechsel gibt es. Es ist eine Messe für das Oldenburger Münsterland, daher auch der Titel. Mhm. Und das Oldenburger Münsterland sind ja nun mal die beiden Kreise Kloppenburg und Vechta. Mhm. Und wir haben uns gesagt, dann sollen auch beide Kreisstädte bedient werden. Und das machen wir dann im Wechsel halt und sind einmal in Kloppenburg, einmal in Vechta. Mhm. Vielleicht abschließend nochmal zu den Eintrittspreisen und Öffnungszeiten. Wann ist die Münsterlandhalle geöffnet? Von wann bis wann? Die Ausstellung findet statt am 16. und 17. Oktober. Mhm. Also ist ein Freitag und ein Samstag und ist geöffnet an beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr. Mhm. Und das Parken und auch der Eintritt sind kostenfrei. Ja, Herr Vorwerk, ich bedanke mich recht herzlich für das interessante und innovative Gespräch. Und Sie, liebe Zuschauer, sollten am 16. und 17. Oktober unbedingt in die Münsterlandhalle nach Kloppenburg kommen zur 5. Jobmesse.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mich hat es mal wieder nach Oldenburg verschlagen, und zwar zum Olantis. Und hier startet heute die erste Salsa-Party der Tanzschule vom Olantis Step In. Leider nicht draußen, wie es geplant war, dafür aber im Restaurant am Schlossgarten. Da schaue ich mich jetzt um und ich glaube, ich werde auch mal versuchen, den Salsa zu tanzen. Vielleicht machen Sie da zu Hause ja mal mit. Wird nicht schwer. Janina, erste Salsa-Party, leider nicht draußen, Wetter spielt nicht mit. Bist du aufgeregt? Ein bisschen, ja. Was rechnest du? Wie viele Leute kommen? Ich hoffe so mit 30 bis 40 Leute. Also, dann ist es ja schon ordentlich hier. Das ist schon ordentlich, der Platz ist ja da. Ne? Wir hatten vorhin schon den Workshop hier und kam auch ganz gut an bei den Leuten. Ah ja. Und wie stelle ich mir das vor? Wie läuft das heute Abend hier ab? Die Leute kommen rein wie eine Disco oder... Die Leute kaufen bei uns vorne die Tickets, wir lassen sie hier rein, sie bekommen einen Begrüßungs-Sangria und dann geht's einfach los. Ne? Also es gibt kein Programm, Musik läuft, wir haben den Alejandro hier, der uns das dann auch so ein bisschen zeigt, er ist so ein bisschen Animateur, macht er mit? Ja, er wird auf jeden Fall mitmachen und er wird auch selber tanzen. Also wir werden ihn auch sehr in Action erleben und er macht es einfach gut. Ne? Sieht er denn gut aus? Na klar. Naja klar, dann werden die Mädels sich ja freuen. Ne? Für all die Mädels, die jetzt in Alejandro. Alejandro klingt so ein bisschen so wie so ein Schweizer auf Ecstasy. Heißt nicht Alexandro, ne? Alejandro, Alejandro heißt das. Ne? Muss man ja auch so aussprechen. Für all die Mädels, die den Alejandro nachher anbaggern möchten, ist er schon vergeben? Ah, da müssen Sie ihn gleich selber fragen. Es bleibt spannend. Jetzt habe ich hier den Tanzlehrer schlechthin, Alejandro. Habe ich richtig ausgesprochen, Alejandro. Alejandro, genau. Wie lange dauert das, bis ich Salsa tanzen kann? Je nachdem. Wenn man das wirklich will, wenn man das lernen möchte, dann kann man das an einem Tag das schaffen. Und wenn man sagt, ja, ich finde das ein bisschen doof, dann dauert es ein bisschen mehr. Oder wenn die Freundin sagt, ja, tanz, musst du tanzen. Aber eigentlich kann jeder tanzen. Echt? Man laufen kann, man kann tanzen. Ja. Was sind denn die wichtigsten Schritte dabei? Zeig mir die doch mal. Natürlich. Also mal mit Zusammenhang. Ja, komm mal hier auf die Seite. Okay. Andersrum, damit man dich sehen kann. Okay. So. So, dann machen wir hier den linken Fuß hoch. Ja. Nach vorne. Eins, zwei, drei. Immer so hoch? Nicht so hoch. Einfach nur ein bisschen. Und dann zurück. Und jetzt mit dem rechten. Nach hinten. Hin. Genau, nochmal. Links, rechts. Links, rechts, links, rechts. Ja, ganz anders. Ja, nochmal. Fast. Wir versuchen es nochmal. Ja, ja, nochmal. Und 1, 2, 3, 5, 6, 7. Und 2, 3, 5, 6, 7. So, jetzt wäre es natürlich schön, wenn es noch im Takt wäre. Das wäre natürlich am schönsten, aber das dauert so. Das dauert noch. Erzähl mir mal deine Kurse. Du bietest ja diese Salsa-Kurse an. Wie sind so die Alters? Jetzt schaue ich mir hier um, das ist alles so mein Alter. Gibt es auch Jüngere, ich sag mal 16-, 17-Jährige, die das lernen wollen? Also bei Salsa kann jeder tanzen. Ich habe im Moment bei dem Olantis, bei dem jetzigen Olantis-Kurs, das sind Leute, die zwischen 18 Jahre alt sind. Da habe ich Leute bis 40 plus. Ne? Was bist du für ein Landsmann? Wo kommst du her? Ich komme aus Peru. Aus ich bin Peru. Peruaner, genau. Und in Peru ist der Salsa auch wie hier der Walzer? In ganz Lateinamerika ist Salsa für uns ist halt Kultur, aber besonders bei uns, also da wo ich geboren bin, in Callao, das ist eine Hafenstadt, da wird nur Salsa gespielt und da bin ich mit der Musik
einfach aber ganz gerne. Es geht schon ins Blut, man will sich bewegen. Ja, man will sich bewegen und du auch, genau. Jetzt hast du mir vorhin gesagt, man muss so ein bisschen mit dem Hintern wackeln. Ein bisschen mit dem Hintern wackeln. Und vor allem, keinen. Ja, doch. Schon. Bisschen also, nur. Ein bisschen wackeln. Ja. Also wichtig ist beim Salsa, und das sage ich immer wieder, dass man Spaß hat. Man soll etwas sich nicht swingen, etwas zu machen, was zu lernen. Aber wenn man es versucht bei mir, kann ich 99% garantieren, dass es Spaß machen wird. Weil ich mache das ganz locker, ganz entspannt, sodass man keinen Stress hat. Jetzt bin ich ja nicht gerade der Musikalischste. Ich habe jetzt diese Schritte hingekriegt, aber ich denke mal, morgen habe ich dich schon wieder vergessen. Da. Ich sollte also bei dir in den Kurs kommen, um den richtig zu lernen. Das bist du herzlich eingeladen. Die Kurse finden donnerstags hier statt um 20.45 Uhr. Jeder ist eingeladen, jeder darf mitmachen. Und die erste Stunde ist kostenlos. Und ja, ich freue mich schon auf die neue Pärchen, die zu uns kommen. Gut, dann würde ich sagen, such du dir mal eine Partnerin und zeig uns mal was, wie man richtig Salsa tanzt, weil ich krieg's nicht hin. Professionell. Wie lange tanzt du schon Samba? Salsa ungefähr fünf. Salsa. Ungefähr fünf Jahre. Und wirklich von der Pike auf gelernt? Du konntest vorher nicht? So ungefähr, ja. Ich hatte privat ein paar Vorerfahrungen so nebenbei auf der Tanzfläche und bin dann aber in die Tanzschule gegangen und habe es von klein auf gelernt. Da braucht man fünf Jahre. Du hast ja wirklich, das war ja sensationell. Das war sensationell. Dankeschön. Bist du hier zur Tanzschule gegangen oder bist du heute wegen der Party an sich hier? Ich bin heute wegen der Party da. Ich war eine Zeit lang bei Alejandro, auch in der Tanzschule. Und weil er heute die Party macht, bin ich hier. Gehst du denn auch so in Oldenburg? Ich habe ich gesehen. Kann man bei Facebook nachgucken. Es gibt eine große Community, was Salsa angeht. Ja. Gehst du auch auf andere Salsa-Partys? Ja, also wenn in Oldenburg irgendwo eine Party ist, und ich kann, dann bin ich auf jeden Fall da mit meinem Partner, weil wir einfach froh sind, dass es so weit läuft in Oldenburg und dass wir nicht bis nach Bremen fahren müssen. Das heißt, wenn eine Gelegenheit da ist, dann nehmen wir die auf jeden Fall und wahr. Und dein Partner tanzt auch Salsa? Ja. Zusammen mit dir? Ja, genau. So, der Walzer ist jetzt nicht dein Ding? Das würde ich so nicht sagen. Aber Salsa ist einfach partytauglicher. Gut, dann gebe ich dir fürs Tanzen 10 Punkte. Hallöchen, ich bin der Tommy. Wer bist du? Dorothee. Bitte? Dorothee. Wollen wir beide tanzen? Ich weiß nicht, kannst du Salsa tanzen? Nein. Nein. Wir können auch einen Rumba tanzen. Rumba kann ich nicht. Also ein bisschen ansatzweise, aber nicht gut. Aber Rumba und Salsa und Samba, liegt das nicht nah? Alle verwandt, ja. Aber die Rumba-Musik hat schon einen anderen Takt. Ja gut, sagt ja auch im Land wie ja auch. Wie lange tanzt du schon Salsa? Also so 10 Jahre. So alt bist du doch noch gar nicht. Bitte? So alt bist du doch noch gar nicht. Oh, das ist aber ein Kompliment. Gehst du denn auch? Ich habe gesehen, die Szene hier, Salsa-Szene in Oldenburg, ist sehr groß. Gehst du auch zu diesen Partys? Also ich finde, heute sieht man nicht alle Salsa-Tänzer hier, die sich in der Szene bewegen. Ah, das gibt noch viel, viel mehr. Ja, es sind viel mehr, ja. Bleibst du auch bis zum Schluss hier? Ja. Kommt drauf an, was sich ergibt. Weiß nicht, wie lange das geht. So, ich muss leider mal eine Pause machen. Salsa tanzen strengt an, macht aber unheimlich viel Spaß. Aber ich mache jetzt nur eine kurze Pause und danach gehe ich wieder rein. Ich muss weiter tanzen. Das bringt so Gaudi hier beim
Salsa-Fest im Olantes. Hallöchen, darf ich mal kurz stören? Ihr seid zwar so im Rhythmus, ich kann es nicht, aber ich mache einfach mit. Ja, und? Wie wichtig ist Salsa-Tanzen für dich? Wie atmen. Bitte, wie atmen? Wie atmen. Wie oft tanzt du Salsa? 5 bis 6 Mal die Woche. Ehrlich? Ja. Auch zu Hause? Ist das deine Frau? Nein. Deine Partnerin? Auch nicht. Aber ihr tanzt zusammen in Salsa. Das bist du in der Szene, man kennt dich nicht. Ich habe heute hier zum ersten Mal mit dir getanzt. Und gerade das eben. Klappt sofort so? Prima. Ich bin erfahrener Tänzer, ich führe sie da durch. Was heißt erfahrener? Wie lange tanzt du schon? Vor 40 Jahre. So alt bist du noch nicht. Dann hast du also mit 3 Jahren angefangen. Nicht ganz, mit 13. Aber das ist für dich wie atmen. Wie atmen, ja. Jetzt habe ich Salsa noch nie kennengelernt, heute das erste Mal. Ist ja eine das sehr große Lebensqualität. Ich bin eigentlich kein Tänzer, aber man muss mit. Erstens das und zweitens hat es ja so viele gute Nebenwirkungen auch. Zum Beispiel, man lernt nette Menschen kennen. Ja, aber man lernt auch viel Gehirn dabei, ne? Gehirn, Körper, alles wird trainiert. Gehirn? Ja, bin ich raus. Soziale Interaktion, viel Bewegungsmuster, die man lernt. Ist alles sehr, sehr gut dafür. Ja, dann schauen wir uns nochmal an. Bitte, weitermachen. Hier auf der Salsa-Party brauchen wir natürlich auch Servicepersonal. Was ist denn eure Aufgabe heute hier, außer Bier zu zapfen oder Cola, Fanta? Was ist noch eure Aufgabe? Ja, wir sorgen hier auf jeden Fall für gute Stimmung. Wie machst du das? Ja, wir sprechen mit den Gästen, sorgen dafür, dass sich alle wohlfühlen, bedienen die Menschen. Also würdest du mich fragen, hör mal Tommy, fühlt sich wohl? Nochmal die Frage. Du würdest also zu mir herkommen und würdest sagen, hör mal Tommy, fühlt sich wohl? Auf jeden Fall. Fühlst du dich denn wohl hier? Ja, noch habe ich nichts zu trinken. Und was ist deine Aufgabe? Fragst du auch die Leute, ob sie sich wohlfühlen? Nee, ich stehe hier einfach nur rum. Na, mein Spaß. Du bist nur Deko. Ja, genau. Na, mein Spaß. Ich mache genau dieselbe Aufgabe. Also dafür zu sorgen, dass jeder vielleicht auch Getränke hat. Die Leute müssen leider schon selbst herkommen. Aber mit Vergnügen machen wir das natürlich. Seid ihr jetzt nur für den heutigen Abend hier oder seid ihr festes Team von der Gaststätte hier? Festes Team, immer hier. Ihr seid immer hier. Immer einsatzbereit. Hallo, 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 ihr Lieben. Ich bin's doch nur George Clooney für Arme. Erzähl mir doch mal eben, wie lange tanzt du denn schon zusammen? Salsa. 2 Jahre, ja. Ich sehe dich nicht. Mach nichts. 2 Jahre. Ja. Und bist du auch so? Nimm das Ding doch mal runter. Wie heißt du denn? Nicola. Nicola. Gehst du denn auch so wie hier die meisten Salsa-Party zu Salsa-Party? Nee, eigentlich nur ab und an. Aber du tanzt auch schon den Walzer. Walzer? Ja. Walzer kann ich, ja. Komm, wir tanzen Walzer. Wollen wir Walzer tanzen, aber es passt ja nicht zu der Musik. Interpretationssache. Nee. Und darf ich fragen, wer du bist? Ich bin Michaela. Michaela, wie lange tanzt du schon Salsa? 16 Jahre. Nein. Wie lange gibt es noch Salsa noch gar nicht? Doch. Hast du es hier? Nee, kann ja gar nicht hier gelernt haben. Ne? Wo hast du Salsa gelernt? Das war hier auch schon in Oldenburg in Bremen. Und warum gerade Salsa? Weil das Lebensgefühl ist, das ist irgendwo so, das ist Spaß, das ist Wärme, das ist Sonne, das ist irgendwie Urlaub, Sex. Erotik. Irgendwie. Sex. Was? Sex ist das auch. Nein, Sex nicht, Erotik. Aber Erotik. Erotik ist was anderes als Sex. Ehrlich? Ja, und darüber möchte ich jetzt nicht weiter debattieren. Okay, dann tanzen wir jetzt einen Walzer. Ja, liebe Zuschauer, das war's hier
aus dem Olandis, von Step-In, der Tanzschule vom Olandis. Ist einfach genial hier. Ich mach Schluss, schau noch ein bisschen. Ich muss jetzt auch noch ein bisschen tanzen. Ja, hallo, wir sind hier auf dem Kürbishof Pölking. Ich bin die Petra und hier ist der Josef, mein Mann. Hallo. Unser Hof befindet sich in Steinfeld in der wunderschönen Bauernschaft Düpe. Wir bauen hier seit 2003 gewerblich Kürbisse an. Neben dem Kürbisanbau bauen wir hauptsächlich Mais, Getreide wie Weizen, Gerste und Roggen an. Aber wir haben auch Schweinemast und Hähnchenmast. Aber hier geht es jetzt hauptsächlich um die Kürbisse und um die Zierfrüchte. Der Kürbis ist hier noch nicht besonders bekannt in Deutschland. In fast allen Ländern der in Europa und auch auf anderen Erdteilen wird der Kürbis als Hauptnahrungsmittel gegessen, wie zum Beispiel die Kartoffel bei uns. In Frankreich und in England und Italien gehört der Kürbis zum alltäglichen Essen. Bei uns wird der Kürbis mittlerweile auch schon mehr gegessen, aber immer noch nicht so wie in anderen Ländern. Deswegen möchte ich euch den Kürbis etwas näher bringen. Der Kürbis ist eigentlich kein Gemüse, sondern eine Beere. Und er wird sehr groß. Ihr kennt das wahrscheinlich so, dass der Kürbis auf einem Misthaufen wächst. Bei uns wächst er auf einem großen Feld mit sehr, sehr viel Dünger. Und wir sehen die Kürbisse im Frühjahr, ab Februar, in kleine Töpfe und pflanzen sie dann nach und nach aufs Feld. Meist ab Mitte Mai, wenn es frostfrei ist. Das Besondere bei den Kürbissen ist, es gibt männliche und weibliche Blüten, wie bei den Äpfeln, Birnen und anderen Gemüsearten. Und der Kürbis ist natürlich daher auch auf das Insekt, wie hauptsächlich die Biene oder Hummel, angewiesen. Wir kaufen deswegen immer jedes Jahr zwei Hummelvölker dazu, die uns fleißig helfen, die Kürbisse zu befruchten. Und wie ich schon sagte, hat der Kürbis zwei verschiedene Blüten. Einmal die Männchen, das sind die kleinen, dünnen, und die Weibchen, das sind die dicken, kurzen. Und das erzähle ich auch immer den Kindern, dass es halt sehr wichtig ist, dass man die Insekten leben lassen soll und nicht totspritzen soll, weil ohne Insekten haben wir kein Obst und kein Gemüse. Ja, und wir haben auch natürlich noch andere Früchte. Wir haben ja schon gesagt, dass wir auch Mais anbauen, aber nicht nur den ganz normalen Futtermais, der nachher beim Landhandel landet, um dann zu Viehfutter verarbeitet wird. Wir bauen auch besondere Maissorten an, wie zum Beispiel Erdbeermais und Attraction. Und hier kann man sehen, Maissorten gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben, von weiß bis fast schwarz, zwischen rosa, lila, rot, gelb, orange, in allen möglichen Farben. Und man kann ihn auch wunderschön trocknen und dann als Dekoration fürs Haus benutzen. Natürlich kann man ihn auch essen, aber dafür ist er eigentlich mehr nicht geeignet. Weiterhin haben wir auch ein paar tropische Gewächse, wie zum Beispiel die Ziergurke. Die viele kennen ja die Salatgurke und essen sie auch alltäglich oder ziemlich oft. Und wir haben auch andere Gurken, die heißen in lateinischen Kurkumis, wie man hier sieht. Sie sind sehr stachelig, aber schmecken meistens sehr bitter, bis auf diese eine hier, die aussieht wie ein Morgenstern. Und diese Gurke kann man auch essen. Die schmeckt angeblich nach Zitrone und Banane. Diese anderen Gurken, wie zum Beispiel diese zwei Sorten, Hirsutus und Dipsaceus, sind Gurken, die sehr lange halten. Sie halten teilweise bis Ostern nächstes Jahr und halten sich natürlich da und sind natürlich daher sehr gut geeignet für die Weihnachtsdekoration. Jetzt im Herbst kann man sie schön mit Kürbissen und Mais dekorieren und nachher dann für Weihnachten noch schön Gold ansprühen und dann hat man noch eine schöne Weihnachtsdekoration. Weiterhin bauen wir auch noch eine ganz besondere Kürbisart an, die eigentlich gar kein Kürbis ist. Man kennt sie unter Flaschenkürbis oder Kalebassen. Und Kalebassen sind wunderschöne Gefäße, die man hauptsächlich in Südamerika und in Afrika anbaut. Wir ziehen sie auch groß, erst im Gewächshaus und dann pflanzen wir sie aufs Feld. Und Kalebassen kann man hier sehen. Wir haben hier eine frische Kalebasse und die werden so ganz krumm. Und wenn man diese Kalebassen ein Jahr lang liegen lässt, dann trocknen sie und man kann dann wunderschöne Sachen mit draus machen, wie zum Beispiel hier einen Nistkasten, der dann ganz trocken ist, oder auch kleine Schmuckdosen oder auch Blumenvasen, weil die Kalebasse hat eine ganz tolle Eigenschaft. Sie ist wasserfest. Wir haben auch ganz viele Speisekürbisse.
Wie man weiß, kann man die meisten Kürbisse ja essen. Es gibt ca. 1800 Kürbisse weltweit und wir bauen ungefähr 120 Sorten an. Davon sind die meisten essbar, was viele Leute gar nicht wissen. Die meisten Kürbisse, die heutzutage gegessen werden, ist hier der Hokkaido. Das ist eine japanische Sorte und sie ist wunderbar zu essen, auch besonders, weil man sie mit Schale verarbeiten kann. Aber wir haben auch viele andere Kürbisse, wie den klassischen gelben Zentner, den man schon früher kannte zum Einkochen. Auch der wird heutzutage wieder sehr viel angebaut und auch sehr viel gegessen, zum Einkochen, für Suppe geeignet und viele andere Dinge. Dann gibt es natürlich auch noch einen ganz tollen Kürbis, das ist die Butternut, kommt aus den USA. Und die gibt es in ganz vielen verschiedenen Größen, von ganz klein bis ganz groß. Und wir haben hier so ein schönes Modell, was man sich auch um den Hals hängen kann. Die Butternuss hat auch eine ganz tolle Eigenschaft. Sie hat nur hier unten in der Verdickung Kerne und alles andere ist schieres Fleisch. Man kann sie wie eine Gurke abschälen, in Scheiben schneiden und daraus wunderschöne Gratins oder Eintöpfe und ähnliches machen. Und das ist ein optimaler Kartoffelersatz. Wir haben aber noch eine ganz besondere Sache anzubieten. Viele Kürbishöfe verkaufen natürlich nur Kürbisse und Lebensmittel aus Kürbissen. Und wir machen noch Kunst mit Kürbissen. Besonders stolz darauf bin ich, dass wir sagen können, wir malen die Kürbisse an. Und der neueste Hit dieses Jahr sind die Minions. Die Kinder kennen das aus den Filmen. Weiterhin gravieren wir auch Kürbisse mit allen möglichen Sprüchen, die sie haben wollen, mit Grüßen oder mit Zahlen zu Geburtstagen, zu Hochzeiten. Wie die Leute das möchten, so individuell gestalten wir auch die Kürbisse. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns einmal auf unserem Kürbishof besuchen und unsere Ausstellung besichtigen. Sie finden uns in Steinfeld-Düpe unter der Adresse zur Mühle 4 in Steinfeld. Sie finden uns auch unter Google und unter Facebook unter Kürbishof Pölking. Okay, ich bin Roland Dussi. Ich bin hier zuständig für die Seelöwen. Das ist unsere mobile Anlage hier mit einem 100.000 Liter Becken. Eine Liegefläche, wenn die Sonne mal scheint, dass sie auch an der Sonne liegen können. Und hinten dran die Transportmöglichkeit für unsere vier Seelöwen. Da haben sie ein Wasserbecken drin. Also ist so wie ein Wohnmobil für Seelöwen. Wir haben hier vier kalifornische Seelöwen im Zirkus Krone. Sind alle bei uns geboren. Der älteste ist 25 und der jüngste ist 13. Die Jungs heißen, sind also eine reine Männer-WG, vier Jungs. Und die heißen Chico, Tino, Joe und Charlie. Das war jetzt genauso nach dem Alter. Die vier sind alle bei uns geboren. Und so mit einem Jahr, wenn sie von der Mutter abgestillt sind, dann kommen sie in meine Obhut, werden dann an Fisch gewöhnt und im selben Lauf werden die dann auch an Menschen gewöhnt und lernen uns als Futterquelle kennen. Und das, damit bauen wir da auch die Dressur damit auf. Das heißt, die ganze Dressur beruht auf Belohnen. So ein Seelöwe frisst 6-8 Kilo Fisch am Tag. Also da hat man jede Möglichkeit, den Tieren was beizubringen. So eine Grundausbildung dauert im Schnitt so 2 Jahre. Danach können sie dann so die wichtigen Sachen wie, wo ist mein Platz? Also ich bleibe am Platz sitzen. Lernen dabei auch applaudieren, was man von Seelöwen so erwartet. Genauso wie den Ball auf der Nase jonglieren oder zum Beispiel im Handstand laufen. Das sind so die Grundausbildungen und darauf beruht dann der Rest von der Nummer. Im Prinzip lernen die unheimlich schnell. Mama ist mal fast gewillt, den Leuten nicht zu sagen, wie schnell die das lernen, weil sie einfach auch mit großer Begeisterung dabei sind und das geht dann richtig ratzfatz. Unser größtes Problem ist meistens, dass uns nichts mehr einfällt, was könnte man denen noch Neues lernen. Und deshalb haben wir so ein Alternativprogramm, um die Seelöwen zu beschäftigen. Und das ist unter anderem eben auch das Schwimmen mit Kindern oder auch mit Erwachsenen oder selbst zu Therapiezwecken bestens geeignet. Die vier kümmern sich dann im Wasser um die Leute, ziehen sie und schieben sie. Also ein richtiges interaktives Programm, wo Leute so Tiere mal ganz aus der Nähe fühlen können. Die vier sind natürlich auch Bestandteil der Show im Zirkus drin, in der Manege, also mit Licht und Musik. Und da freuen wir uns natürlich, wenn wir sie da begrüßen dürften. Genau so. Komm mal hier, komm, kein Schwanz. So, das da wäre dann die Hinterflosse. Die sind wie ein Fächer. Die brauchen das Wasser nur zum Steuern und dann lang zu laufen. Zum Laufen, ne? Aber drei Krallen. Hier, guck, der läuft jetzt, oder? Ja, genau. Drei Krallen sind noch dran. Und die benutzen sie einfach, um hinter den Ohren zu kratzen. Also, und dann kratzen sie sich. Was meinst du? Fallen die Krallen irgendwann aus oder warum haben die nur noch Krallen? Nee, aber die Krallen sind bei uns schon drin geblieben. Nur die Krallen brauchen wir. Go, go! Go, go! Gegensatz her. Ja,
Es sind ja Raubtiere, also von gewissen Respekt ist immer angebracht. Willst du noch Zähne sehen? Guck mal hier. Dino, zähl mal, zähl mal, zähl mal. Hier, Mund auf. So sehen die Zähne aus, okay? Das ist ein Bärengebiss, das heißt, die nächsten Verwandten sind die Bären. Ach so. Und liegen sie unter Schramm und waren drunter, dann merkst du, was... Oh! Sag mal, was ist? Nicht? Nicht? Jo, tu doch nicht. Küsschen. Jo, hallo. Jo, hey, Tino, Tino, komm mal hier. Komm mal, Wesley kann gleich nochmal, okay? Hier. Tino hier, Tino hier. Tino hier. Tino. Ab. So. Okay. So, geh mal weg da. Okay. Geh mal aus dem Bett. Du nervst. Warte mal sehen, wie schnell das ist. Was? 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 Aber die spielen auch gerne, ne? Ja, das also, ja. Also so den ganzen Tag kann man mit denen eigentlich spielen, oder? Ja, ja. Oder ruhen die sich auch mal aus? Ja doch, sie auch öfters mal. Ach so. Komm, jetzt sind sie gerade im Fellwechsel. Also. Ah, okay. Ganz fies mit seiner Nase, weißt du? Also, so richtig punktuell. Schubst, ne? Schau, schieb. Schau, push, push. Da versteht die alle so auf Englisch. Ja, du hast so schöne kurze Wörter nicht gesagt. Oh, nee. Schau, was ist los? Ich hitz da. Tino, Tino, go, go, hopp. Tino, nein, kein Mitnehmen. Komm hier, komm, salto, los. Haben wir so ein offizielles Foto. Yeah. Sieh doch, komm mal hier, Foto, komm. Sieh doch, komm, Foto. Komm her. Du hältst nur den. So. Ja, Chico, komm. Show, Foto. Chico, 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 Chico. Okay. Keine Chance. Auch auf ein Küssen. So war das. Foto. 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 Chico, Foto, komm. Chico. Chico, hier, Foto. Hier, hier, hier. Chico, Foto. Hören die unter Wasser überhaupt? Chico ab. Chico ab. So. Du setzt dich jetzt an den Test. Ich hab da nicht so rum. Das ist geil. Chico ab. Chico, Foto. Ja, lachen.